Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück bei Medieval Dynasty und wir befinden uns heute in einer neuen Aufnahme, genau, wiederum allein. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich bekomme die beiden aktuell einfach irgendwie nicht zu greifen. Naja, soll es jetzt nicht so schlimm sein, legen wir einfach mal los und schauen, was wir heute alles hier so Schönes erledigen können. Ja, wir haben jetzt schon wieder ein paar Sachen hier, die schon wieder irgendwie Probleme bereiten. Drei Häuser sind nicht gebaut. Die zwei davon stehen ja hier vor uns. Wir haben keine Holzstämme, um Brennholz herzustellen. Das ist schlecht. Ich hoffe, die stellen jetzt ganz schnell Holzstämme her, damit wir das schnell wieder ausgleichen können. Und ich hoffe, dass wir genügend davon haben. Und uns fehlt Mehl und es fehlt an Stöckern und ja natürlich Holzstämmen. Ja, das Übliche. Na gut, dann müssen wir uns, ich denke mal, zuerst ein wenig um die Holzproduktion wieder kümmern, damit die ein bisschen wieder anläuft und Zweige und so weiter auch ein bisschen einsammeln. Damit auch das Defizit an Stöckern schon mal wieder ein bisschen aufgefüllt wird. Oder, na, das Defizit soll ja weg. So. Dann schnappe ich mir doch mal hier so ein paar die Stöcker, die hier irgendwie auf dem Boden herum verstreut liegen. Und so ein paar... Hier kommt, glaube ich, ein Zaun. Nee, oder? Nee, hier kommt... Ach, hier kommt noch eine Brücke hin. Stimmt. Ich muss die noch bauen. Ach du Jemine. Ach Gott. Noch viel, viel, viel zu tun hier. So. Stock, Stock, Stock. Dann schnappe ich mir erstmal hier sehr viele Stöcke. So. Wachsen ja eh wieder nach. So. Und zu jeder Jahreszeit kommen wieder neue dazu. Dann kann man auch mal ein paar wieder mitnehmen. Na, Steine jetzt nicht unbedingt. Ich brauche eher Stöcker. So. Und Birken. Birken bringen mehr Stöcke als alle anderen Bäume. Da kann ich auch noch mal so ein paar Birken vielleicht fällen. So. Den nehme ich auch noch mal mit. Und dann nehme ich mir mal hier diese Birke vor. Zack. So. Zack. Und dann nehme ich mir auch hier gleich auch noch den Baumstumpf mit einmal raus. So. Ja, was haben wir heute in dieser Aufnahme vor? Auf jeden Fall noch mal wieder ein paar Quests machen. Eine haben wir ja gerade oben rechts zu sehen. Des Quartiermeisters Lehrling. Wir sollen mit Lubos reden. Und ja, Lubos... Oh, da ist ein Wolf. Ich sehe ihn schon. Lubos ist ein Jugendlicher. Hoppala. Der es nicht so ernst mit der Arbeit meint, wie es vielleicht der Quartiermeister Dervan eigentlich von ihm erwartet. Oh, komm mal her, du. Wo hab ich denn jetzt hier? Ach, da. Hä? Ach, da ist er. Komm her. Ah, von hier sehe ich ihn nicht so ganz. Ah, jetzt hier. Komm her. Und du kommst auch auf mich zu. Sehr schön. Ah, ich hab dich doch erwischt. Warum bist du nicht tot? Ja, toll. Dann habe ich den jetzt gerade umsonst geschossen. Na gut. Und ich habe kein Messer. Na super. Ich habe doch gerade... Fehlt mir ein Messer? Ich hab... Achso, ich hätte... Ich sollte es vielleicht auch mal herstellen. So. Komm her, Wölfchen. Also erwischt hatte ich den Wolf. Da waren ja ein paar Blutspritzer. Aber ich glaube, das war nur... Ja, gestriffen. Der hat nicht festgesteckt. Nur feststeckende... Pfeile machen wirklich dauerhaften Schaden.
wenn so ein gestriffener Pfeil einfach nur drin ist, das hilft nicht so viel. So, wo ist er jetzt? Ich höre ihn doch von hier. Wo ist er? Hallo? Ach, da! Na, komm schon. Gib mir meinen Pfeil wieder. Gib mir meinen Pfeil wieder, du Wolf. Na? Er ist langsam. Ah, den habe ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt nicht erwischt. Ach, komm schon. Jetzt läuft er hier im Kreis. Warum ist der so langsam? Ah, und meine Ausdauer. Die ist gerade auch nicht so prickelnd. Mensch, wo ist denn hier noch ein Wolf? Ein Wolf? Nee. Der ist aber echt lahm. Oh, warte mal. Sind das... Nee, das sind normale Steinpfeile, die ich hier gerade abschieße. Hä? Wieso ist dann der Wolf so lahm? Wieso treffe ich ihn nicht? Ah, jetzt habe ich ihn. Das sah mir fast so aus, als ob das irgendwie so eine Art Verlangsamungstrank auf den Pfeilen gewesen ist. Aber ich habe noch ganz normale Steinpfeile verwendet. Warum der jetzt so lahm war, wüsste ich jetzt auch gerne. Oh! Sind da welche? Sind das... Ja! Es sind auch Wegelagerer. Na, kommt her. Zack! Ah, ich muss mal ein bisschen weg von denen, damit ich die auch ordentlich treffen kann. Ja, ja, kommt schon. So, und du noch, komm. Ah, du hältst zwei aus, ja? Na gut. Ah. Ich habe ihn erwischt. Dann schnappe ich... Wupp, halt. Ich muss mir erstmal das hier wieder mitnehmen. Oh, er hatte dicke Handschuhe dabei. Sehr schön. Ja, komm her. So, das war's. Erstmal hier ordentlich auf Jagd gehen. Auf Wolfs- und Gesetzeslosenjagd. Gibt auch noch mal ein bisschen mehr Reputation. So, und Münzen. Ja, sehr schön. Ein kleines Lager hier gefunden. Ich bewege mich also langsam in Richtung Piastovia. Da will ich ja auch hin. Wo? Weil ich ja auch mit Lubos jetzt mal langsam reden möchte. Und zum anderen vielleicht noch ein paar Sachen finde. Mal sehen. Wenn man dann schon mal über so ein kleines Lager stolpert, kann man das auch gerne mitnehmen. Gut, das wäre das einmal. Die Hirsche lasse ich erstmal in Ruhe. Dann geht's einmal nach Piastovia und wir quatschen einmal mit Lubos, um herauszufinden, was denn mit ihm gerade nicht stimmt. Und ich sollte eventuell kurz mal mir was zu trinken genehmigen. So. Damit ich nicht so viel Durst habe. Nein, ich habe natürlich jetzt nicht vergessen, die ganzen Materialien hinzubringen. Das mache ich dann im Anschluss, wenn wir wieder zurück in unser eigenes Dorf gehen. Da steht noch Svir. Dem müssen wir ja auch noch helfen. Aber da müssen wir zuerst... Fisch, Roggen, Stein und... Was war das noch? Getrocknetes Fleisch, glaube ich, ne? Ihm bringen? Ah, ich glaube schon.
So, aber gehen wir erstmal hier zu Lobos. Mal sehen. Was denn mit diesem jungen Mann nicht stimmt. So, wo ist er? Da ist er ja. Hier, dieser Blondschopf. Das ist Lobos. Hallo Lobos, was willst du? Ich habe gehört, dass du Hilfe bei ein paar Lieferungen brauchst. Die Arbeit ist bereits getan. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Ich habe die Dorfbewohner reden gehört. Warum hast du dich bei den Lieferungen geirrt? Ich habe mich bei niemandem geirrt. Es ist nicht meine Schuld, wenn sie die Geschenke nicht zu schätzen wissen. Die sind das Problem, nicht ich. Sie beschweren sich, weil es etwas umsonst gibt. Erbärmlich. Das ganze Reich soll sich in einer Krise befinden, weißt du? Wir werden sehen, wie sie sich verhalten, wenn eines Tages der wirkliche Krieg kommt. Sie werden um jedes Stück Müll und vergammeltes Essen betteln und dass sie riechen. Ha! Wer war mit der Lieferung denn unzufrieden? Sie alle. Die Kuhzüchterin hat sich über das Futter beschwert, der Schmied mochte die Kleidung nicht und der Näher hat Werkzeuge nach mir geworfen. Nur der Bauhandwerker war glücklich. Er hat den Weinkrug liebevoller umarmt als eine Frau. Willst du nicht mit ihnen reden, die Dinge klarstellen? Du solltest auf sie zugehen und deine Fehler wieder gut machen. Verdiene dir ihr Vertrauen. Sie sollen mit dem zufrieden sein, was sie haben. Ich bin fertig mit ihnen. Hör dir ihr Gejammer ruhig selbst an, wenn du willst. Du kannst deinen Meister nicht so im Stich lassen. Ich werde mit den Leuten reden. Mit so einer Einstellung kommst du nicht weit. Dafür schuldest du mir etwas. Worauf habe ich mich da nur wieder eingelassen? Ach ja. Erwarte mich bald zurück. Eieiei. Der junge Mann, der ist aber... Der ist aber... Naja, gut. Sehr eigenwillig, würde ich mal sagen. So. Machen wir mal hier auch mal einen kleinen Screenshot. Weil das ist eine mitunter sehr interessante Quest. Hallo. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo hier der Lobos gerade war. Ach, da läuft er. Hier ist er. So. Machen wir doch mal ein kleines Foto von ihm. So, Moment, ordentlich ausrichten. So, wunderbar. Okay, dann gehen wir mal zu Boguslava Gorzat. Gorazd. Drogomir und Bratomil. So, hier haben wir schon mal die erste Boguslava. Worüber schüttelst du den Kopf? Was ist das für ein Gestank? Geht es deinen Kühen gut? Es ist schrecklich. Sie sind krank und haben Durchfall. Oh, warum habe ich nur auf diesen neuen Kerl gehört? Er hat mir ein Paket Zwiebeln gebracht und war überzeugt davon, dass sie meine Herde vor krankheitenstörenden Insekten schützen würden. Ich hatte nach gar keinem besonderen Heilmittel gefragt, aber er hat mich dazu überredet. Jetzt fange ich durch diesen Zwiebelgestank jedes Mal an zu weinen, wenn meine Kühe muhen. Das Paket war wahrscheinlich für jemand anderen gedacht. Kannst du mir den Rest davon geben? Sie würden einen guten Braten abgeben. Immerhin sind sie schon gut von innen gewürzt. Hast du noch Zwiebeln übrig? Du hättest verlangen sollen, dass er sie selbst isst, um seine Behauptung zu beweisen. Kann ich die Reste mitnehmen? Hier, nimm das. Ich will das nie wiedersehen oder riechen. Sag diesem Schwindler, er soll sich selbst den Mund damit vollstopfen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, seine Dummheit zu heilen. Danke, ich hoffe, deinen Kühen geht es bald wieder besser. Gegen Dummheit ist leider kein Kraut gewachsen, fürchte ich. Sonst könntet ihr es beide gebrauchen. Oh, das klingt auch ganz schön fies. Lass dich nicht wieder hereinlegen. Du bist jetzt klüger. Gut, das war der erste. Die anderen sind alle im Dorf. Okay. Gorzat, Drogomir und Bratomil. Ja, der Junge macht aber einige Problemchen.